wir haben heute eher ein zu viel Problem. Also wir essen zu viel, wir trinken zu viel. Und das ist natürlich Grund dafür, dass eine ganze Gesellschaft anfängt, über Lebenssinn sich tiefere Gedanken zu machen. Das hängt übrigens auch mit Bildung zusammen, weil sich über das Glück Gedanken machen ist natürlich auch eine kognitive Fähigkeit. Und das ist heute einfach bei immer mehr Menschen gegeben. Also auch Herr Müller und Frau Meier, wie man es so lapidar sagen könnte, macht sich heute Gedanken darüber, wie ihr Lebenssinn denn gestaltet werden kann. Glück könnte auch etwas mit dem Lauf der Geschichte zu tun haben. Also mir fiel jedenfalls auf, dass nach 1989 mit ein paar Jahren Verzögerung, etwa Mitte der 90er Jahre, diese Frage nach dem Glück bei vielen Menschen relevant geworden ist. Und das hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert bis zur Gegenwart, wo ich fast konstatieren muss, es ist eine Hysterie des Glücks ausgebrochen. Und wenn ich mich frage, was war 1989? 1989 ist ein System zusammengebrochen, von dem alle meinten, das sei das System des Sozialismus. Aber ich habe den Eindruck, das System des Kapitalismus ist auch zusammengebrochen. Und dann haben Menschen den Eindruck, wir müssen uns offenkundig wieder um unser Leben selber kümmern. Denn ein System tritt nicht mehr für uns ein, für unser Wohlergehen. Daher die Frage nach dem Glück. Das Glück nicht von außen, sondern aus sich selbst heraus erlangen. Mit sich selbst befreundet sein, davon sprach schon Aristoteles. Wilhelm Schmid knüpft an diese antike Philosophie der Lebenskunst an und macht die gute alte Volkshochschule attraktiv. Sein Vortrag in Lörrach war schon Wochen zuvor ausgebucht. Glück ist Maximierung von Lust und Eliminierung von Schmerz. Was ist eigentlich Leben? Ist Leben immer nur eine Seite? Erfolg, Gesundheit, Lust, Freude und so weiter? Oder ist Leben nicht immer auch die andere Seite? Misserfolg, Krankheit, Schmerz, Ärger, was immer Ihnen einfällt im Leben oder auffällt. Es gibt noch das Gegenteil dazu. Das scheint die Grundstruktur des Lebens zu sein. Ich nenne das das Grundgesetz der Polarität. Kann ich damit einverstanden sein? Dann stellt sich über kurz oder lang von selbst das dritte Glück ein, das Glück der Fülle. Ich sage keinem Menschen, was er tun soll. Ich sage höchstens, nimm ein bisschen Rücksicht auf dein jeweiliges Alter. Wenn du 20 bist, wärst du schlecht beraten, wenn du nicht alles ausprobieren würdest, was du nur kriegen kannst. Verbring damit ruhig ein Jahrzehnt und vielleicht auch noch mehr. Dann aber realisiere, jetzt wird es Zeit, einige Möglichkeiten zu realisieren. Denn noch 20 Jahre später und du realisierst nichts mehr oder jedenfalls nicht mehr viel. Und wenn du dann eben die Hälfte deines Lebens nach heutigen Maßstäben hinter dich gebracht hast, sei nicht böse darüber, dass jetzt, nicht mehr alle Türen offen stehen. Moderne Menschen wollen nichts mehr wissen von Schicksal. Wir wollen, dass mit Wissenschaft und Technik alles, was schicksalhaft ist, korrigierbar ist. Also die Nase ist krumm gewachsen, das war früher Schicksal, heute nicht mehr. Wir können die Nase korrigieren. Die Nasenkorrektur geht aber schief und das lässt sich nicht mehr korrigieren. Und dann spätestens haben wir doch wieder Schicksal. Und dann ist die große Frage, wie kann ich mit dem leben, was ich nicht mehr ändern kann? Sich zufrieden geben, nicht immer noch mehr wollen, sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das klingt gut, zumindest in der Theorie. Aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hier oben in den Tiroler Alpen soll ein mehrfacher Millionär wohnen, so hören wir, der es satt hat, Millionär zu sein. Kann es sowas überhaupt geben? Ein Millionär ohne Segelflugzeuge, Luxuslimousinen und teure Landsitze? Der Mann, der Millionen mit Wohnaccessoires und Trockenblumen gemacht hat, gibt jetzt auch noch seinen letzten Sicherheitskäfig auf. Seine Villa mit Aussicht. Eine einzige Frage, die er sich bei einem Südamerika-Aufenthalt stellte, hat sein Leben verändert. Warum sind die glücklicher als ich? Wie haben Sie gemerkt, dass die glücklicher sind als Sie?
Ich habe ihnen einfach ins Gesicht geschaut und habe gesehen, die Mundwinkel, die gehen ganz weit nach oben, die Augen leuchten. Und wenn ich dann zurückgeflogen bin von einem, ja, ich sage einmal eher armen Land wie Argentinien und in Frankfurt zum Beispiel gelandet, dann habe ich einfach gemerkt, ja, wo noch Entwicklungspotenzial ist, was Lebensfreude betrifft. Nur seine Segelflugzeuge schwirren ihm ab und zu noch durch den Kopf. Ansonsten aber hat sein Denken eine komplett andere Richtung genommen. Danke, wiederhören. Wenn man selber materiell ja, sehr viel Glück erfahren hat, dass es dazugehört, das auch zu teilen. Und genau das mache ich. Ich gebe einfach was ans System zurück, was ich vorher vom System bekommen habe. Das Geld ist ja nicht bei mir im Garten gewachsen, sondern es haben ja andere Menschen dafür bezahlt. Und somit gebe ich es jetzt ins System zurück, aber an eine andere Stelle, wo es mehr Wirkung hat. Karl Rabeda hat eine gemeinnützige Organisation gegründet, die über eine Internetplattform Kleinkredite vermittelt. An arme, aber arbeitswillige Menschen in Südamerika. Dadurch hat sein Reichtum endlich einen Sinn gefunden. Und er seinen Platz im Leben. Ich kann mir auch denken, in einer Einzimmerwohnung zu leben, weil es eigentlich nebensächlich ist. Ich bin dort zu Hause, wo ich bin, und das Dach über dem Kopf ist mir ziemlich egal. Wir machen uns auf den Weg zur Weltdatenbank des Glücks in Rotterdam, wo an den Hitlisten der glücklichsten Nationen gebastelt wird. Das Ranking der Holländer geht weit über andere Ländervergleiche hinaus, die in der Regel nur das Wirtschaftswachstum interessiert. Ein einziges Land gibt es, das Fortschritt ausschließlich am Glücksgrad seiner Bevölkerung misst. Im kleinen Königreich Bhutan am Himalaya regiert das Bruttonationalglück und nicht das Bruttonationalprodukt. Wenn die Bhutanesen reden über Bruttonationalprodukt, dann meinen sie auch etwas anderes, als wir unter Glück verstehen. Ich verstehe unter Glück Lebenszufriedenheit. In Bhutan ist Bruttonationalprodukt ein anderes Wort für Wohlfahrt. Ruud Veenhoven ist ein Wegbereiter der sogenannten sozialpsychologischen Glücksforschung. Vor 30 Jahren gründete er an der Erasmus-Universität in Rotterdam die World Database of Happiness und begann systematisch alles zu sammeln, was es weltweit an einschlägigen Studien gab. Damals war das noch eine überschaubare Angelegenheit. Heute registriert der Soziologe eine wahre Invasion an Glücksstudien und Umfragen. Für seine Ländervergleiche interessiert Veenhoven nur eine einzige Frage. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben im Allgemeinen? Die Befragten bestimmen den Grad ihres Glücks dann auf einer Skala von 0 bis 10. Da haben wir auch noch eine schöne Karte, eine Weltkarte des Glücks. Da kann man die alle in einen Blick sehen. Und dann zum Beispiel die Deutschen, die sind hier mit 7.1. Das ist schon gut. Aber die Dänen, die sind Weltmeister im Glück, mit einem Mittelwert von 8.3. Warum sind die Dänen glücklicher als wir? Das wissen wir nicht ganz genau. Es ist einfacher, um festzustellen, dass die glücklicher sind, als die Warum-Frage. Doch es gibt messbare Glückskriterien, die Ruud Veenhoven berücksichtigt. Vor allem politische Mitbestimmung, geringe soziale Unterschiede, wenig Arbeitslosigkeit und die Gleichberechtigung der Frauen machen glücklich. Übrigens auch die Männer. Man ist glücklicher, wenn man eine Lebensweise sich aussuchen kann, die passt. Und wenn man eine Kultur lebt, wo die Männer dies machen und die Frauen das, dann ist die Chance, dass man eine nicht passende Lebensweise hat, ist größer und dann senkt die Mittelwert des Glücks.
Auch das Materielle spielt eine größere Rolle als bislang angenommen. Die modernen Wohlstandsländer führen das Ranking an. Nationen, in denen die politischen Verhältnisse labil und die Unterschiede zwischen Arm und Reich krass sind, sind Schlusslichter. Macht Reichtum also doch glücklich? Wir werden nicht glücklich, um immer mit dem Rücken auf dem Strand zu liegen. Wir werden glücklich, wenn wir tätig sein, wenn wir produzieren, wenn wir kreativ sind. Und wenn die Wirtschaft dazu antreibt, dann werden die Leute glücklich. Und dann ein Beiprodukt ist, dass wir auch reich sind. Wenn wir uns anstrengen, für eine Sache engagieren, macht uns das also glücklich. Reich werden scheint eher nebensächlich. Wir könnten ja auch nach umweltverträglichem Wachstum streben oder nach mehr Lebensqualität. Genau das wollen viele Menschen, wie die Zukunftsforschung feststellt. Die Suche nach Lebenssinn ist ein Massenphänomen und doch nicht in der Masse zu erreichen. Jeder Einzelne muss wohl an seinem ganz privaten Glücksmodell basteln und darin Sinn finden. Ein Biobauer hat ihn im Odenwald gefunden. Einfach so. Vor 30 Jahren zog er mit ein paar Gleichgesinnten hierher aufs Land, um ganzheitlich zu leben. Ich bin hier zu Hause und ich gehöre hier hin. Also wenn ich das Tal morgens erleben darf und die schöne Luft hier. Und jetzt ist der Frühling mit den grünen Blättern, wie die alle kommen. Wenn ich dann mit dem Traktor durch den Wald fahre, ich denke, was brauchst du mehr? Das reicht, das reicht. Am Ende unserer Reise haben wir ihn also gefunden. Einen rundum glücklichen Menschen. Und die allgegenwärtige Glücksinvasion in Ratgebern, Statistiken und Talkshows, sie scheint ihm fremd. Wart ihr Glückssucher, würdest du euch so bezeichnen? Glückssucher. Ich weiß es nicht, ob man das als Glückssucher bezeichnen kann. Also bewusst auf jeden Fall nicht. Wir sind nicht losgelaufen, wir gehen los und suchen das Glück. Wir haben ein erfülltes Leben gesucht. Wir haben, und das ist natürlich dann Glück, ne? Aber ein erfülltes Leben und selbstbestimmtes Leben. Das Gefühl, man ist angekommen. Sozusagen mit dem, was man sich vorgenommen hat. Und das Leben hat einen Sinn. Das ist, wenn ich zum Beispiel in der Stadt mal war, Mannheimer fährt ja auch mal hin, das ist mal ganz schön. Und wenn ich dann hier hinkomme, dann fühle ich mich wie ein König. Ja. Und das Gefühl, das ist Glück. System des Sozialismus. Aber ich habe den Eindruck, das System des Kapitalismus ist auch zusammengebrochen. Und dann haben Menschen den Eindruck, wir müssen uns offenkundig wieder um unser Leben selber kümmern. Denn ein System tritt nicht mehr für uns ein. Hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert bis zur Gegenwart, wo ich fast konstatieren muss, es ist eine Hysterie des Glücks ausgebrochen. Und wenn ich mich frage, was war 1989? 1989 ist ein System zusammengebrochen, von dem alle meinten, das sei das System. Und wir haben heute eher ein zu viel Problem. Also wir essen zu viel, wir trinken zu viel. Und das ist natürlich Grund dafür, dass eine ganze Gesellschaft anfängt, über Lebenssinn sich tiefere Gedanken zu machen. Das hängt übrigens auch mit Bildung zusammen, weil sich über das Glück Gedanken machen ist natürlich auch eine kognitive Fähigkeit. Und das ist heute einfach bei immer mehr Menschen gegeben. Also auch Herr Müller und Frau Meier, wie man es so lapidar sagen könnte, macht sich heute Gedanken darüber, wie ihr Lebenssinn denn gestaltet werden kann. Glück könnte auch etwas mit dem Lauf der Geschichte zu tun haben. Also mir fiel jedenfalls auf, dass nach 1989 mit ein paar Jahren Verzögerung, etwa Mitte der 90er Jahre, diese Frage nach dem Glück bei vielen Menschen relevant geworden ist und das